Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Lernstunde. Nummer 132 müsste es sein. Heutiges Thema Miguel Najdorf. Ja, den meisten ist Najdorf als Spieler gar kein Begriff, aber eigentlich alle kennen die Najdorf-Eröffnung, sizilianisch, das sozusagen seine größte Hinterlassenschaft. Ein bisschen was zur Person gibt es diesmal wieder vorab, bevor wir uns dem schachlichen Teil widmen. Ja, das ist Miguel Najdorf in Daten, 1910 geboren. Am 4. Juli, oh, jetzt haben wir das Datum rausgelassen. Er ist aber 1997 verstorben. Auch gar nicht so lange her. Ja. Achso, da gab es uns beide auf jeden Fall schon. Das war ja bei einigen anderen Meistern, die wir uns bisher angeschaut haben, nicht der Fall. Najdorf gehörte auf jeden Fall zu den weltbesten Spielern seiner Zeit. Galt jahrelang auch als Top-10-Spieler quasi, hat auch gegen mehrere Weltmeister gespielt, da auch einige Punkte geholt und war vor allen Dingen für seinen brillanten Angriffsstil bekannt, was auch einhergeht mit der Eröffnung, du hast es schon gesagt. Nach ihm ist die berühmte Najdorf-Variante im Sizilianisch benannt, wohl die bekannteste Eröffnung überhaupt, würde ich mal meinen, in der es auch heute noch topaktuelle Entwicklungen gibt und die Theorie sich immer weiterentwickelt. Und er hat quasi den Grundstein dafür gelegt. Außerdem, was man vielleicht auch nicht unbedingt über ihn weiß und was auch für Topspieler eher ungewöhnlich ist, denn er war ein außerordentlicher Blindspieler. Mhm. Also wenn ich, als ich die Zahlen gesehen habe, da war ich unglaublich beeindruckt. Wir haben es hier einmal drunter geschrieben. Das war, meine ich, 1950, als er einen weiteren Rekord aufgestellt hat. Also er hat sich davor auch schon mit Blindpartien berühmt gemacht, sage ich jetzt mal. Aber das war quasi so das Highlight. 250 Gegner, 226 Siege vor allen Dingen auch. Ne? Also er hat nicht nur diese Partien überhaupt geschafft zu spielen, sondern auch die meisten davon gewonnen. Ich finde, das ist schon unglaublich beeindruckend. Ja. Wobei ich das auch heutzutage nicht nachvollziehen kann, wie die Leute das schaffen. Das ist wahnsinnig. Also mehr als 10, 15 Blindpartien. Aber das ich schaffe das Thema. Erstmal. Also ich habe 5-mal gespielt. Also gut, ohne Training, ne, muss man auch dazu sagen. Und da habe ich nicht alle 5 zu Ende geschafft. Ja. Weil man dann doch schnell irgendwie durcheinander kommt. Ne? Gerade wenn die Gegner eben nicht so die Theorievarianten bis zum Ende spielen, sondern gleich irgendwie abweichen und dann ist man gar nicht in seinen Mustern und Aber wenn das weiter interessiert, hier auf Chess24 gibt es, meine ich, auch eine Serie mit dem Blindfold King. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich meine, er ist aktueller oder zumindest hat er einen Weltrekord auch im Blindschachspielen. Und jetzt gehen wir aber mal in die heutigen Lernziele. Und diese sind überschaubar, denn wir haben heute wieder 2 Partien für euch rausgesucht und zwar 2 Angriffspartien, wie sie ja auch dem Stil von Najdorf entsprechen. Und deswegen wird es heute wieder um taktische Motive gehen. Wir werden Variantenberechnungen anschauen, Angriffsopfer kennenlernen und somit nochmal einen kleinen Kontrast auch zu den letzten Sendungen darstellen, die ja eher wieder ein bisschen strategischer waren. Ja, obwohl ein strategisches Element haben wir auch dabei. Aber das ist nur ein kleines Motiv. Ganz klein. Das wirst du kaum merken. Mir nicht mal aufgefallen. Okay, wir legen los. Und zwar mit der Partie Najdorf mit Schwarz gegen Glücksberg. Und ich würde dir einmal die Maus überreichen. Das ist sehr freundlich. Ja, vorher antworte ich noch auf die Frage von Chess Hans. Ja, tatsächlich ist Najdorf ja in Polen geboren und auch groß geworden, aber während des Zweiten Weltkriegs hat er dann eine Olympiade, meine ich, war es genutzt, um eben ins Ausland zu fliehen, muss man ja eigentlich sagen, und ist dann in Argentinien geblieben und hat dort auch große Teile seines Lebens und auch seiner Schachkarriere verbracht. So, wir gehen in die Partie rein. Glücksberg hat D4 gespielt und es kam F5, gefolgt von dem holländischen Aufbau, also hier mit D5 und dann später noch C6.
Wer es nicht kennt, sieht immer erstmal etwas ungewöhnlich aus. Wir beide haben es früher aber auch gespielt. Das heißt, ja, wir kennen so ungefähr die Idee dahinter. Ist eigentlich ein recht solider Aufbau für Schwarz. Wenn es der Gegner nicht so gut kennt, kann man auch sehr gute Angriffspartien damit führen. Also auf jeden Fall eine spielbare Eröffnung, die auch schon viel gespielt wurde. So, Läufer D6, beide Seiten rochieren und jetzt hat Weiß hier eher einen ungewöhnlichen Zug gespielt. Er hat Springer E2 gemacht. Hauptzüge sind hier B3 beispielsweise. Und da wären wir dann auch schon beim einzigen positionellen Motiv, was aber auch mehr tatsächlich zur Theorie gehört. Und das ist einfach der wichtige Zug, Läufer D7 an dieser Stelle. Ist gar nicht mal der meistgespielte Zug, aber wohl der beste mit der Idee, diesen Läufer rauszubringen. Das ist ein strategisches Element, aber fast das einzige für heute Abend vielmehr. Der Rest wird eigentlich taktisch. Und der andere Hauptzug ist der eigentlich, warum ich persönlich aufgehört habe, Stonewall zu spielen damals, wenn die Gegner nämlich sehr früh ihren Springer reinstellen und auch F4 spielen. Ich weiß nicht, hast du da jemals was geholt? Das war einfach so zugemauert. Haben zum Glück nicht alle gemacht, aber einige machen es und da ist dann mit Angriff erstmal nicht mehr so viel los. Aber es kam ja zum Glück nicht. Genau, und es wurde schon betrübt festgestellt, dass wir keine Neidorf-Partie zeigen. Ja, das tut uns tatsächlich ein bisschen leid, aber wenn ihr die Partien seht, dann wisst ihr sicherlich, warum wir diese ausgewählt haben. Ich bin mir sicher, es gibt auch viele gute Neidorf-Partien von Neidorf. Aber wir haben diese beiden ausgewählt, weil die uns aufgrund der taktischen Motive so gut gefallen haben. Und sein Spielstil einfach sehr gut widerspiegeln. Neidorf ist ja auch so eine Eröffnung, wo es sehr schnell extrem scharf wird. Und in diesen Partien ist ihm das aber auch gelungen, sofort die Messer zu wetzen. Ja, so TFP, das heißt jetzt aber nicht, dass du dich gleich verabschieden kannst. Es lohnt sich trotzdem, dabei zu bleiben. So, wir schauen weiter, wie die Partie fortgesetzt wurde. Springer B nach D7 und hier kommt schon tatsächlich die erste überraschende Wendung in der Partie, denn Weiß hat hier nicht normal mit B3 fortgesetzt, sondern mit Springer G5 nicht nur einen sehr ungewöhnlichen Zug gespielt, sondern tatsächlich auch einen fehlerhaften Zug, den Neidorf hier direkt bestraft hat und ich bin mir sicher, ihr werdet auch direkt sehen, wo hier Schwarz diesen doch ungewöhnlichen Springerzug direkt bestrafen kann. Aber versucht mal, ich denke, die meisten von euch werden das Grundmotiv sehr, sehr schnell sehen, aber versucht doch mal tief in die Varianten zu gehen und auch einen Schritt weiter zu denken. Alle, die das Grundmotiv schon gesehen haben, die wissen wahrscheinlich, was ich damit meine, mit weiterdenken. TFP sagt, Springer G5 ist schon wegen Dame E8 Unfug, wenn nicht noch mehr geht. Dazu muss ich persönlich sagen, Dame E8, naja, dann würde ich jetzt sagen, Weiß spielt F4. Oder auch Springer F4, das muss man auch prüfen, weil den E6 kann man dann gar nicht so einfach decken. Es sei denn, man spielt den Springer wieder zurück nach B8, aber das vielleicht auch nicht im Sinne des Erfinders. Also da muss man, ich glaube, Weiß wird sich schon was bei dem Zug gedacht haben. Und wir haben die ersten Varianten, die Richtung Läufer schlägt H2 geht. Schachgebote zuerst, das ist gut. Chess Hans sagt König H2, Springer G4, König zieht zurück, Dame schlägt G5. Da sind wir uns völlig einig, das ist einfach ein Mehrbauer und ein super Angriff für Schwarz. Das dürfte nicht das Problem darstellen. Problematischer wäre vielleicht schon König H1, weil nach König H1 droht ja immerhin Springer schlägt E6. Und das wehrt Fabi ab, indem er Dame E7 spielt. Jetzt hat sich natürlich an der Grunddrohung nichts geändert. Wenn Weiß jetzt auf H2 nimmt, geht immer noch Springer G4. Also schlägt er vor, Springer schlägt E6 zu spielen. Dann sagt er Dame E6, König schlägt H2 und dann Springer G4 nebst Schachgebot. Jetzt kommt aber die Erweiterung. Was ist, wenn ich den H2 nicht sofort rausnehme? Sondern, und darum soll es ja auch ein bisschen gehen, das zu berechnen, was passiert, wenn Weiß diesen Zug nutzt,
den Schwarz braucht, um den E6 zu decken, indem er vielleicht versucht, den Läufer einzusperren. Entweder mit G3, sehr gut, Fabi, oder auch mit F4. Ich antworte kurz noch auf die Frage von, nee, die Aussage war es, von aktiver Springer. Seine Idee ist, Springer G4 zu spielen. Da würde ich dann tatsächlich auch mit F4 reagieren als Weißer. Das deckt einmal den Springer auf G5. Jetzt muss man natürlich trotzdem noch rechnen, ob Springer schlägt H2 geht. Warum? Ah. Weil nach König schlägt H2, dann Dame schlägt G5 kommt. Aber ich vermute, nach Springer schlägt H2 hat Weiß noch Springer schlägt E6. Mhm. Und dann ist das Ganze vielleicht doch nicht mehr so schön. Ja. Ja, aber ich glaube, Chessans hat die Antwort auf deine Frage gegeben. Nämlich, wie es weitergeht in der Variante. Und Springer G4 sieht für mich überzeugend aus. Nach F4? Nee, wir waren doch in einer anderen Variante. Ich hatte aufgegriffen, du hattest doch die König H1-Variante. Genau, König H1, dann hat Fabi Dame E7 vorgeschlagen. Und jetzt habe ich gesagt, nicht auf E6 nehmen nach Dame E7, sondern erstmal F4 spielen, den Läufer einsperren, gucken, ob man den vielleicht später fangen kann. G3 auch interessant. Ja, aber Chessans bezieht sich auf eine andere Variante. Da geht der Springer E6 nicht in deine. Was möchte Chessans denn spielen? Springer G4. Sofort wollte er doch mal. Ja. Ach so. Nee, also nicht im ersten Zug. Ich dachte, das wäre seine... Nein. Also, okay. Oder ich habe es falsch gelesen gerade. Worum es auf jeden Fall geht. Wir würden gerne, dass jeder sich zumindest eine eigene Entscheidung mittlerweile gebildet hat. Würde er auf H2 nehmen? Und falls ja, ob er nach König H1 diesen Läufer da wieder rausbekommt oder ob er Probleme damit hat. Dann springen. Ja, genau. Okay. Auch dann kommt F4 in Betracht. Also... Vielleicht bin ich da auch zu penibel, aber F4, G3, König G2, Turm H1, Turm schlägt H2. Schwarz muss aufpassen. Aber jetzt, ich übergebe an dich, ich habe ein bisschen, wir haben ja auch ein bisschen aneinander vorbei anscheinend mit den verschiedenen Varianten. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal an, wie es weiterging. Ich habe jetzt rausgelesen, zumindest von Fabi, dass er auf H2 nehmen würde und die Tendenz der anderen Beiträge geht auch Richtung Nehmen. Aber du hast natürlich recht, man muss genau rechnen, weil sonst kann das auch schnell mal nach hinten losgehen. Das Läufer schlägt H2 gefolgt von König schlägt H2 nicht funktioniert, das hatten wir ja schon angeguckt, weil man eben schnell die Figur zurückbekommt und einfach mit einem Bauern mehr dasteht. Dazu ist noch der weiße König geschwächt, also ich glaube, hier sind wir uns einig, dass das positiv verlaufen ist von Schwarz. Aber man muss natürlich auch prüfen, was ist, wenn das Opfer nicht angenommen wird, also wenn hier König H1 kommt. Denn du hast es schon richtig gesagt, Weiß hat jetzt hier weiterhin die Drohung auf E6 zu nehmen und zusätzlich droht jetzt eben auch mit G3 oder auch mit F4 den Läufer einzusperren und den dann mit Springer F3 beispielsweise abzuholen. Das heißt, da muss man auch eine Lösung in petto haben. Und hier hat Chessans Springer G4 vorgeschlagen. Den schauen wir uns auch gleich weiter an. Das ist nämlich auch die Partiefortsetzung. Dame E7 oder andere Züge, um den E6 zu decken, scheitern immer an G3. Das ist zwar auch noch nicht direkt vorbei. Man kann den Läufer natürlich noch decken mit Springer G4, aber langfristig hat man dann echt ein Problem mit dem Läufer auf H2, weil der eben zum Beispiel noch mit Springer F3 angegriffen werden kann oder auch mit König G2, Turm H1. Da hat man dann schon große Schwierigkeiten und muss versuchen, wahrscheinlich möglichst viele Bauern dafür zu bekommen. Aber das kann dann natürlich auch unangenehm werden. Deswegen hier eine richtige Lösung, Springer G4. Und jetzt muss man sich natürlich noch fragen, was passiert, wenn
Weiß jetzt auf E6 nimmt. Mhm. Denn G3 ist hier keine Gefahr, weil ja der Springer auf G5 hängt. Also Weiß muss sich um den Springer kümmern. Das heißt, F4 wäre noch eine Option, sehen wir auch gleich, kam in der Partie. Aber wir müssen uns natürlich auch fragen, was passiert auf Springer schlägt E6. Und das habt ihr auch im Chat richtig geschrieben. Genau, das hat Fabi gesagt, dann macht genau. Er Dame H4. Das nach Dame H4, zwar der Turm auf F8 hängt, aber Schwarz hier natürlich gewaltige Mattdrohungen hat. Ne? Einfach den Läufer irgendwo hinziehen und dann ist matt auf H2. So, deswegen kann sich Weiß hier nicht auf E6 bedienen, sondern hat hier auch in der Partie F4 gespielt, deckt einerseits den Springer auf G5 und sperrt den Läufer hier auf H2 ein. Soweit muss man auf jeden Fall rechnen und sich und diese Stellung dann halt richtig einschätzen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Weiß diesen Einsteller gespielt hat, weil er eben diese Stellung falsch eingeschätzt hat, weil er sich gedacht hat, okay, jetzt ist der Läufer auf H2, ich stelle quasi eine Falle auf und werde mich dann hier jetzt langfristig an dem Material bedienen können. Ja. Also das ist die tatsächliche Schwierigkeit an dieser Stelle, das richtig einzuschätzen. Wie würdet ihr denn jetzt hier weitermachen? Achso, ich sehe schon erste Vorschläge, Turm F6, Turm H6. Sieht gut aus. Davor kam auch noch mal ein Vorschlag. Ich glaube, der ist mittlerweile im Chat nach oben gerutscht. Jetzt sehe ich es tatsächlich. Ah, ne, hier. Na, von Chessans. Vielleicht mit der Dame über E8 nach H5. Das ist noch ein Vorschlag, genau. Auch das prüfen wir. Ja, ich glaube, damit haben wir auch die beiden Hauptvorschläge, ne? Weil man muss sich natürlich jetzt doch früher oder später um den E6 vielleicht mal kümmern. Und um den H2. So, dass Turm F6 und Dame E8 beides sinnvolle Vorschläge sind. Mir gefällt Dame E8 ein bisschen besser, weil die Dame dann natürlich noch ein bisschen besser matt setzen kann. Der Turm allein auf der H-Linie kann wahrscheinlich noch nichts verrichten, außer dass er den Läufer deckt, aber im Matt-Sinne. Deswegen werden hier mit Dame E8 alle zur Party eingeladen oder zumindest die relevanten Figuren. Torjäger stellt noch eine allgemeine Frage, ob wir in Lüneburg spielen und wie werden IM und GM-Turnier besetzt sein. Wie die Turniere besetzt sind, das siehst du am besten auf der Homepage, da einfach einmal googeln. Ich glaube, ich habe da auch schon gesehen, die Besetzung. Wir können vermutlich nicht mitspielen, weil ich zu dem Zeitpunkt eine Urlaubssperre habe. Also so du kannst nicht mitspielen, da brauchst du ja jetzt nicht für mich zu sprechen. Es ist noch nicht hundertprozentig klar, aber Ja, bei mir hängt es noch sehr stark davon ab, ob ich für die Mannschafts-Europameisterschaft nominiert werde. Danach richten sich dann meine weiteren verfügbaren Urlaubstage sowie eventuelle Lehrgänge und Länderkämpfe, die ich bestreiten werde. Deswegen kann ich da auch noch keine finale Aussage zu treffen. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, es ist ein super Turnier, das können wir jedem empfehlen. Gut, GM und IM-Turnier kann jetzt vielleicht nicht jeder mitspielen, aber zumindest die Open-Turniere, die auch immer sehr stark besetzt sind und wo es auch für jede Kategorie das richtige Turnier gibt, sage ich mal, wo man dann auch die Möglichkeit hat, eben den Großmeistern über die Schulter zu blicken. Das finde ich schon vom Konzept her auf jeden Fall sehr gelungen. Machen wir weiter in der Partie. Weiß lässt sich nicht beirren und tut das, wozu er Schwarz eingeladen hat, nämlich den Läufer nach H2 zu stellen. Jetzt geht es darum, den zu fangen. Und die nächsten Züge von Weiß sind auch durch die Drohung Dame H5 eigentlich vorgegeben. Man spielt G3. Mit der Idee, mit dem König zu entfliehen, weil sonst, das Motiv hat man ja schon gezeigt, der schwarze Läufer zieht und es wird matt auf H2. Aber jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Wie geht es weiter für Schwarz? Weiß hat sich jetzt erstmal optisch sehr solide hingestellt. Es liegen auch Züge wie Turm H1 in der Luft. Gefolgt von Springer F3, da kann schnell was verloren gehen. Ja, und Schwarz hat aktuell nur 3 Figuren im Angriff. Wird das denn reichen, um hier die Stellung noch zu verstärken? Beziehungsweise um den Läufer noch zu retten? Was meint ihr? Und einmal kurz auf den Vorschlag von LMW. Weiß hat Turm F3, Turm H3. Ich glaube, das genügt nicht, weil man immer noch dieses Springer F2 in der Luft hat. Natürlich hängt auch die Dame auf H5. Das muss man ein bisschen geschickt koordinieren dann.
Können wir uns gleich vielleicht noch kurz angucken? Ich meine aber, es funktioniert nicht. Also es verliert ja zumindest ein bisschen Material. Ja, und es kommen viele interessante Vorschläge. Fabi, ich finde es erstmal super, deine Idee. Und ich finde es auch super, dass du versucht hast, Gegenwehr für Weiß zu zeigen und auch schreibst, wenn du nicht mehr weiterkommst, weil so sollte ja auch der normale Denkprozess sein. Vielleicht bekommst du ja noch Unterstützung aus dem Chat. Und die Idee mit Läufer G3, seid da vorsichtig, insbesondere wegen Einschüben vielleicht mit Turm H1. Weil wenn man dann nicht vorankommt und vielleicht sogar Läufer H2 spielen muss, dann hat man ja noch einen Bauern bekommen, aber nach Springer F3 wird es gefährlich. Beziehungsweise droht der vielleicht gar nicht mehr abwendbare Figurenverlust. Torjäger, du bist auf einem sehr, sehr guten Weg. Mach mal genau dort weiter und versuch dann mal noch in die Tiefe zu gehen. Okay, wir haben uns jetzt gemeinsam auf Läufer G1 geeinigt. Ja, also erstmal der Hintergrund hinter Läufer G1 ist natürlich der gleiche wie von Läufer G3. Man räumt das Feld H2 für die Dame. Aber was mit Läufer G1 ebenfalls noch verbunden ist, ist eben, dass man den Turm daran hindert, nach H1 zu gehen. Somit ist es nicht nur ein Räumungs-, sondern auch ein Sperrzug. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber hier muss man natürlich noch rechnen. Also es ist ja nach Turm schlägt, na, Turm schlägt G1 ist schnell vorbei, aber nach Springer schlägt G1, Dame H2, König F3 noch nicht vorbei. Also dann hat Schwarz nur noch zwei Figuren im Angriff und außerdem zwei Figuren weniger. Torjäger, Torjäger. Der jagt hier wirklich das Tor. Der geht voll in den Mattangriff und hat fast bis zum absoluten Ende schon sehr gut hier die Variante prognostiziert. Ja, das finde ich auch sehr gut. Bevor wir dahin kommen, vielleicht hier noch einmal, es gibt hier noch einen anderen Weg, der auch sehr, sehr gut ist. Schwarz könnte hier auch mit D schlägt C4 fortsetzen. Dann muss man aber erstmal die Idee dahinter verstehen. Die Idee ist es, den Springer nach F6 zu spielen und anschließend dann, wenn Weiß zum Beispiel Springer C3 spielt, mit B5 den Läufer nach B7 zu bringen. Deswegen kommt überhaupt Springer C3, damit man Läufer E2, Läufer F3 hat. Turm H1 hier gar nicht mal so stark, dann kommt nämlich B5 mit Läufer B7 und dieser momentane Druck auf H2 reicht nicht, weil Schwarz sofort C5 spielt und alles entgegenstellt. Genau, das vielleicht einfach nur zur Ergänzung, dass es hier tatsächlich mehrere Wege gegeben hätte, wobei die Idee mit B5 natürlich jetzt auch nicht so einfach zu sehen ist, plötzlich mal am anderen Flügel spielen. Läufer G1, denke ich, ist auch besser. Also das ist der Zug, der eigentlich den, wenn man den gesehen hat und also beim besten Willen, wenn man Läufer schlägt H2 spielt, ich glaube, dann sollte man auch so weit sehen. Und das ist dann auch mehr oder weniger das Besondere an der Partie. Natürlich haben wir uns das hier Schritt für Schritt erarbeitet, aber das Brillante an Neidorf war halt, er hat sich das mit Sicherheit nicht Schritt für Schritt. Er hat sehr sicher schon bei Läufer schlägt H2 genau gewusst, dass er hier Läufer G1 zur Verfügung hat. Und das ist halt die Kunst. Da wollen wir euch so Schritt für Schritt hinbringen. Vielleicht nicht ganz so komplizierte Sachen, aber so von der Idee her. Ihr alle seid schon sehr, sehr stark und findet diese Züge, wenn es auf dem Brett ist. Und in der Berechnung so präzise zu werden, dass man sich vorher zwingt, die Gegenwehr des Gegners zu erkennen. Sehr schönes Beispiel von Fabi, der halt auch sehr kritisch damit umgeht, was sehr wichtig ist im Schach, kritisch die Varianten zu hinterfragen. Nicht, oh, das sieht gut aus, ich mache das, sondern geht's wirklich, was kann der Gegner machen, was mache ich dann? Und
ja, diese Feinheit mit Läufer G1 dann vorher schon zu sehen? Um auf aktiver Springers Frage einzugehen. Turm F6 scheint mir hier tatsächlich etwas langsam zu sein, weil das Problem mit Turm F6, Turm H6 ist, dass die Stellung eigentlich gar nicht so groß verstärkt wird. Man hat danach als zusätzliche Option ja eigentlich auch nichts weiter, außer den Läufer wegzuziehen, weil das Feld H3 ist eben gut durch den Springer auf G5 kontrolliert. Und auch dann ist natürlich das Motiv mit Läufer G1 noch in der Stellung, vorausgesetzt Weiß spielt nicht Turm H1, was aber auch ein großes Problem sein könnte. Aber das heißt, selbst wenn ich jetzt den Turm hier habe, glaube ich, dass mir das gar nichts im konkreten Fall hilft. Vielleicht lüge ich jetzt auch, vielleicht gibt es dann noch schöne taktische Motive, aber erstmal... Achso, Dame H1 droht dann, okay, gut. Schaden wird es nicht, aber Turm H1 ist ein Problem, insbesondere Turm F6, Turm H1, Turm H6 und dann hat Weiß auch wieder Motive, diese ganze Batterie abzusperren, zum Beispiel mit Springer G1 und Springer G1 H3 und im nächsten auf H2 zu nehmen. Das könnte sehr problematisch sein, bekommt er zwei Figuren für einen Turm, wenn der Angriff damit auch beendet ist, ja. Außerdem noch ein wichtiges rein vom Vorgehen her, wir berechnen immer die konkreten Sachen zuerst und Läufer G1 ist sehr viel konkreter, weil wir ja praktisch direkt im allernächsten Zug Dame H2 das Eindringen haben und wie ihr schon gerechnet habt, auch Varianten, die noch weitergehen als über das Eindringen, sondern den weißen König wirklich ins Matt treiben. Was ich auch sehr schön fand, war ja auch, dass zuerst Läufer schlägt G3 berechnet wurde, was ja auch richtig ist, ne? Schlag, Schachzüge zuerst und dann schon das Problem aufgetaucht ist, Turm H1 und dann kommt man vielleicht auch auf Läufer G1, weil man dann sieht, gleiche Funktion, aber man verhindert Turm H1 und generell dieses Motiv könnt ihr euch auch auf jeden Fall merken, deswegen ist es auch überhaupt nicht schlimm, aktiver Springer, wenn man das jetzt hier in dieser konkreten Stellung noch nicht gesehen hat. Das ist so ein Motiv, was man eigentlich, wenn man es dann mal gesehen hat, auch irgendwie wieder erinnert, weil das geht häufiger mal in so ähnlichen Stellungen oder... Schach ist viel Mustererkennung. Ja. Deswegen zeigen wir euch auch das, weil... Das ist auch was Außergewöhnliches, sowas wie Läufer G1. Das kommt nicht so häufig vor, aber ihr könnt es vielleicht mal gebrauchen. Und Torjäger, ja. Ja, genauso ist es. Kriegt heute zwei. Was kriegt man? Bienchen? Was hat man früher? Was gibt's bei uns? Darm? Zwei Damen. Ja. Doppeldarm. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht mehr. Wir gehen noch ein bisschen auf die Alternativen ein oder was nebenbei käme, aber Torjäger sehr stark, Läufer G1, so geht's auf jeden Fall los. Und, ja, Weiß hat nicht so viele Optionen. Nach Turmschlag G1 habt ihr gesehen, es ist schnell matt, egal wo der König hingeht, Dame F2 ist matt. Und wenn Weiß zum Beispiel Springer F3 spielt, um hier das Feld H2 zu decken, dann ist hier Läufer schlägt E3. Ein starker Zug, der eine Gewinnstellung mit sich bringt. Hier ist aber halt nur wichtig, dass sowas halt auch geht, weil Läufer G1, das würden wir euch auch immer ans Herz legen. Läufer G1 sieht unglaublich schön aus, aber wenn dann so ein einfacher Zug, sage ich jetzt mal, wie Springer F3 alle Drohungen gut abdecken könnte, dann wäre natürlich Läufer G1 einfach Quatsch. Eine Vollkatastrophe. Dann hängt er, man muss wieder zurück und man hat Weiß irgendwie zwei Tempi geschenkt, danach kommt Turm H1, genau, und der Läufer ist weg. Deswegen auch immer nicht nur das Schlagen rechnen, also wenn das Opfer quasi angenommen wird, sondern auch die Ablehnung des Opfers, aber hier ist es natürlich recht eindeutig. Es geht Läufer schlägt E3, danach ist der auch nicht mehr weg, weil er kann sich dann immer gegen den Läufer C1 tauschen im Notfall. Und die Stellung ist natürlich sehr gut für Schwarz. So. Deswegen hat Weiß ja auch auf G1 genommen, mit dem Springer selbstverständlich. Und jetzt geht die Variante genauso weiter wie von Torjäger geschrieben, König F3. Und jetzt hier auch ein sehr, sehr starker Zug, den man natürlich aber auch sehen muss. Weil, wir hatten es schon gesagt, hier hat Schwarz nur noch zwei Figuren. Und andere heranzubringen, wenn es eben nicht mit E5 geht, ist super schwierig, weil die hier ja auch alle noch quasi in der Ausgangssituation stehen.
Also, es kam, ups, E5 erstmal. Genau. Sehr, sehr starker Zug mit der Idee, eben noch eine Figur zu opfern. Aber. Es war matt auch zu drohen mit E4. Ach so, ja, das ist die erste Idee natürlich, genau. Deswegen hat Weiß ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten, weil E4 ist einfach eine zu gewaltige Drohung. Ist nicht nur, dass dann konkret eine Figur hängt, sondern es ist eben auch matt, weil die Dame hier wunderbar die Felder nimmt. Ja, was man noch sehen sollte oder könnte, was schon nett wäre, ist, wenn man auf D5 nimmt, dann könnte man sich auch überlegen als Weißer, naja, nach E4, dann gebe ich halt eine Figur zurück, irgendwie nehme hier raus und dann habe ich ja also so viele Bauern, das muss ja langsam mal mehr als genug sein. Aber so einfach ist es nicht. Die Taktikfüchse werden es schon gesehen haben. Springer E5 ist nicht so wirklich verhindert. Und Springer E5 folgt auch hier sehr stark und nutzt nochmal die Fesselung aus, um ein schönes Matt auf den König F3 zu geben. Ja, deswegen das Rausnehmen auf D5 hilft nichts. Es wurde auf E5 genommen und jetzt verweisen wir wieder an Torjäger. Schlagzüge zuerst. Springer schlägt E5, sollten wir zuerst berechnen. Welcher Springer schlägt, ist an dieser Stelle völlig egal. Ja, genau, weil Weiß nur wieder schlagen kann. Aber ästhetischer ist der D7. Einfach ja, so. Einfach, dass er auch nochmal einen großen Auftritt hat. Ja. Bevor er sich opfert. So, Springer schlägt E5. Weiß hat nur einen Zug, nämlich König F4. Jetzt ist der Springer auf E5 angegriffen. Und deswegen hier Springer G6 Schach. Gefolgt von, und das finde ich eigentlich noch mal viel schwieriger zu sehen als E5. Ja. Da, also, dass man es jetzt hier halt auch noch zu Ende bringt. Man hätte jetzt hier einen Dauerschach, aber ich glaube, damit wäre hier keiner zufrieden. Nee. Sondern man möchte natürlich hier die Glanzpartie auch noch zu Ende bringen, so wie es Torjäger getan hat. Ist schon ein bisschen nach oben gerutscht im Chat. Also ja, nee, ich gucke nur gerade, was die Dame E2 Kommentare, auf was die sich beziehen. Ich glaube, das war auch eine Idee, sich vielleicht auf E5 zu verteidigen, mit der Idee dann irgendwie was zu opfern auf E4. Achso, aber so viel kann man da ja gar nicht opfern, ne? Nee. Also es geht ja, also es ist ja matt. Direkt oder nicht? Können das Ganze auch noch mal ganz schnell hinstellen, aber ja, das scheint auch nicht zu funktionieren. Es kommt E4, jetzt noch mal das Problem für Weiß natürlich, dass er erstmal zwei Figuren auch auf E4 reinholzen muss. Die Reihenfolge ist, glaube ich, egal. Und nach König G4 sieht es erstmal so aus, als hätte man es überlebt, aber hier kommt noch einer angewackelt mit Abzugsschach. Und jetzt haben Dame H6. Multiple Mattmotive. Dame H6 oder H6. Und Turm F5 ist auch noch matt, ne? Finde alle Matt in dieser Stellung. Ja, Dame, so nee, Dame gibt es keins. Matt in 2. Springer F7. Oh, ist Springer auch noch F7 ist auch wow. Matt. Das wäre eine super Lehrbuchaufgabe für so. Na gut, Anfänger kann man das ja eigentlich nicht geben. Dafür ist schon zu schwer. Aber für so fortgeschrittene Anfänger, die so sich in Mattmotiven üben. Und ich glaube, bei einem Problemlösewettbewerb müsste man auch tatsächlich alle vier verschiedenen Mattzüge, glaube ich, angeben, um volle Punktzahl zu bekommen. Mhm. Aber die meisten plädieren für H6. Ich finde Springer F7 auch irgendwie ästhetisch. Ja. Alles schön. Auf jeden Fall E5. Danach ist der Weg ganz klar, den Schwarz geht. Und hier nochmal F4. Und da muss man eben halt auch dieses Motiv nochmal sehen, dass das halt auch geht, wenn Weiß hier mit dem Bauern schlägt. Also G schlägt F ist direkt matt, Springer E5, weil der weiße König jetzt kein Fluchtfeld mehr hat. Deswegen E schlägt F4. Und jetzt muss man auch noch, also es ist ja immer noch nicht vorbei, ne? Weil Springer E5 reicht hier, glaube ich, nicht. Dann kommt einfach König E, also einfach, dann kommt König E3. Notgedrungen, ja. Und ich sehe erstmal noch nicht direkt, wie es matt wird. Und vielleicht wird es auch gar nicht matt. Also hier muss man dann wirklich natürlich auch jeden Zug präzise ausführen, weil sonst bleibt man mit zwei Figuren weniger da. Also, aber Torjäger hat es geschrieben, Läufer G4, gut, König E3, dann könnte man auf D1 nehmen, hat genügend Material. Ja. Beziehungsweise der König ist eben immer noch in der Mitte, das ist hier auch das große Problem. Deswegen König schlägt G4 und jetzt so das schöne Finale, Springer E5. Ja. Noch ein Opfer, also Schwarz hat jetzt hier
4 Figuren weniger. Ja. Und setzt jetzt mit einem Bauern matt. Ja. Sehr schöne Angriffsführung, wie ich finde, wo man ja einige Motive mitnehmen kann. Gilt auch als die polnische Unsterbliche, also quasi als Neidorfs unsterbliche Partie. Ja. Finde ich auch von den Taktiken her, haben wir bestimmt schon kompliziertere Partien gesehen, wo es einfach viel, also das war ja schon natürlich super schwierig zu berechnen, weil man immer noch weiterrechnen musste, aber es war recht so stringent, ne? Es gab immer eine Variante, eine Hauptvariante, aber natürlich trotzdem beeindruckende Leistung, dass direkt Vorläufer schlägt H2. Insbesondere Läufer G1 ist ein Zug. Wenn man den nicht gesehen hat, dann wäre es reines Glück, dass man das überlebt. Weil Turm H1, dieses, man kann schon sagen, also wenn es nicht gegangen wäre, Springer G5 oder das Musterbeispiel für Fallen stellen. Ne? Aber wenn man es alles sieht, und ich bin überzeugt davon, Neidorf hat das getan, dann ist das eine wundervolle Angriffspartie, Läufer G1 und am Ende nochmal dieses fulminante Mattnetz um den weißen König. Genau, also mitnehmen könnt ihr auf jeden Fall die Motive, aber auch die Anregung, immer zu rechnen, was passiert eigentlich, wenn das Opfer nicht angenommen wird. Also sowohl nach Läufer schlägt H2, König H1, als auch nach Läufer G1 zu gucken, oh, geht denn eigentlich sowas wie Springer F3? Also das für eure eigene Praxis am besten gerne mitnehmen. Ja, und ich stimme auch Fabi zu, und ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass Neidorf sich seines Angriffs und auch Läufer G1 bewusst war und wahrscheinlich auch, vielleicht wird er gesagt haben, nach E5 hat so ein bisschen die Drohung abgescannt und hat gesagt, das wird auf jeden Fall reichen. Dann ist das natürlich gepaart mit einer sehr guten Intuition, aber Läufer G1, ich bin überzeugt davon, er wird es gesehen haben. Machen wir weiter mit der nächsten Partie. Hier hatte Neidorf Weiß, hat E4 gespielt und wir kommen in Franzosen und hier die Rubinstein-Variante, die ich auch kürzlich erst auf dem Brett hatte. Und hier hat der Springer D7 gespielt, der Gegner, um im nächsten Springer F6 zu spielen. Die Idee ist einfach, dass man jetzt mit dem Springer wieder nehmen kann. Ich denke, viele von euch kennen das. Wenn eine Dame auf F6 steht, Läufer D3, Läufer G5. Tatsächlich habe selbst ich, und ich habe Französisch selten auf dem Brett, schon mindestens 10 Blitzpartien so gewonnen. Läufer D3. Läufer E7, Schwarz spielt sehr solide. Spielt eigentlich kaum jemand mit Schwarz, außer Georg Mayer. Der mit Erfolg. Also sonst spielt das keiner. Also weiß auch nicht, ob ich das empfehlen kann, aber nee, ich würde es nicht spielen. Aber ist doch einigermaßen solide. Also. Ja, es ist sehr solide. Man muss schon gut wissen, was man mit Schwarz macht, um insbesondere vielleicht auch mal was rauszuholen. Das ist vielleicht nicht für jeden was. So, Schwarz hat sich für B6 entschieden, ein Zug, den man machen kann. Rochade oder auch mal nehmen auf E4, Springer F6 wieder zurücktreiben, ist etwas normaler. Aber so kann man es auch machen. Und hier auch wieder typisch für Neidorfs aggressiven Spielstil, bringt er gleich einen Springer weiter nach vorne. Droht vielleicht schon mal so ein bisschen was an, also klar, Springer C6 ist ein Drohung. Mehr als ein bisschen. Die man noch verhindern kann und spielt so ein bisschen damit, dass Schwarz noch nicht entwickelt ist und auf dem Generalabtausch immer der AH8 hängt. So ganz so furchtbar ist es für Schwarz noch nicht, aber er muss ein bisschen aufpassen. Läufer B7, allgemein vielleicht noch diese Stellung noch nicht sonderlich häufig in der genauen Konstellation auf dem Brett. Läufer B7 wurde aber von vielen Schachspielern gespielt. Und Läufer B7 ist hier tatsächlich schon ein mäßig großer Fehler. Wir möchten euch zunächst einmal den Partieverlauf zeigen, zumindest die nächsten zwei Züge, und dann gehen wir nochmal auf eine kleine Verbesserung ein. Neidorf hat jetzt nämlich sich erstmal um diesen hängenden Springer gekümmert und hat auf F6 zwischengetauscht, worauf der Gegner hier sehr aggressiv erwidert hat und ihm in den Sinn kam, Neidorf vielleicht mal matt zu setzen. Und er hat mit dem G-Bauern genommen, wollte hier wahrscheinlich, hat sich schon matt setzen gesehen. Das Ganze hat aber einen Haken und den findet ihr jetzt mal bitte. Ihr übernehmt die weißen Steine und versucht es mal bis zu einer Einschätzung zu bringen. So, während ihr überlegt, kann ich eine kleine Anekdote aus Neidorfs Leben erzählen. Also tatsächlich gibt es zu ihm recht viele Anekdoten.
Weine fand ich ganz witzig und konnte ich mir auch so bildhaft vorstellen. Er hat wohl immer, während er so gespielt hat, ist er dann ab und an auch mal aufgestanden und ist rumgelaufen und hat unterschiedlichste Spieler gefragt, wie er denn stehen würde. Also nicht, wie der andere stehen würde, sondern wie er selbst steht. Und einmal soll es ihm wohl passiert sein, dass er dann auch wieder jemanden gefragt hat, so ein bisschen geistesabwesend. Und der hat wohl nicht geantwortet und dann ist ihm aufgefallen, dass er gerade seinen eigenen Gegner gefragt hat. Also damals war das, glaube ich, auch alles noch ein bisschen weniger streng mit den Regeln, ob man sprechen darf und was auch immer. Aber fand ich irgendwie eine ganz witzige Geschichte. Generell galt er als ein sehr unterhaltsamer Zeitgenosse. So, und ihr habt alle schon den richtigen Riecher und ihr habt auch schon eine kritische Variante gefunden. Sehr schön. Und genauso ist es auch. Springer schlägt F7 ist ja ein sehr starker Zug. Es ist aber nicht so einfach, wie man vielleicht meinen mag. Und wie es genau weitergeht, schauen wir uns sofort an. Wie gesagt, noch einmal der kleine Rücklauf. Denn tatsächlich wäre Springer schlägt F7 hier auch schon extrem stark gewesen. Denn man kann natürlich nicht forcieren, dass Schwarz mit dem Bauern wieder nimmt und ein Wiederschlagen zum Beispiel mit dem Läufer hätte das Opfer verhindert. Aber schauen wir trotzdem einmal, warum Springer schlägt F7 hier geht, um nochmal ein bisschen was für unsere, ich möchte mal Kombinationsmotivkiste im Kopf, unsere Sammlung was zu tun. Das erste Motiv ist klar, der König wird vertrieben und kann hier nicht so gut nach F8, dann kommt die Gabel, nach E8 auch nicht. Da steht er dann auch noch mehr in der Mitte, also müsste er hier schon nach G8 gehen. Es kommt Springer schlägt E6. Einzig vernünftiger Zug ist Dame C8. Und ich finde es immer sehr schwierig, solche Stellungen einzuschätzen, wenn sie nicht forciert zum Materialrückgewinn sind oder wenn man nicht genau weiß, was droht überhaupt. Und tatsächlich in der Praxis 3 Partien haben wir gefunden, weit überwiegend gut für Schwarz ausgegangen. Es haben auch keine Profis gespielt. Na, wobei die eine Partie, die kam, glaube ich, über Zugumstellung. Das war ja Pelletier. Den würde ich jetzt schon als Ach, das hatte ich gar nicht gesehen, dass Pelletier dabei war. Hat er weiß oder schwarz? Der hatte weiß und hat hier auch richtig fortgesetzt. Okay. Turm E1 auf jeden Fall die richtige Fortsetzung. Wir wollen uns einmal kurz angucken, was droht weiß denn alles, um so eine kleine Idee davon zu bekommen, was hier los ist. Läufer D6 ist der absolut menschliche Zug. Man deckt C7, kann dann auch vielleicht mal die Dame rüberbringen. Geht auch aus der Gegenüberstellung raus. Genau so ist es. Der nächste weiße Zug, Läufer C4, ist so ein Zug, sieht schön aus, hat aber einen Haken, beziehungsweise ein menschliches Aber. Denn das menschliche Aber ist Läufer D5. Und man könnte hier meinen, naja, wenn ich abtausche, ich möchte nicht abtauschen, ich habe was geopfert, ist der erste Springer nimmt wieder, es kommt der nächste nach F6. Aber tatsächlich geht es hier auch noch weiter und ein nettes Motiv ist dabei, was wir euch zeigen wollen. Und da machen wir, glaube ich, gar keine Aufgabe draus. Weiß steht hier tatsächlich sehr gut. Direkten Profit schlagen kann er aber nur aus einem Zug und das ist hier sehr stark Läufer H6. Ein Zug, der sich entwickelt, der angreift, der damit spielt, dass der G-Bauer nicht nehmen kann, wegen Dame G4, Dame G7. Und hier ist es dann für Schwarz extrem schwer, sich zu verteidigen. Hier können wir dann auch ruhigen Gewissens, und das ist mir immer wichtig, wenn ich was opfer, die Variante so ein bisschen abbrechen, weil ich weiß, okay, naja, selbst wenn G6 kommt, wenn ich wirklich nicht in der Lage bin, was Besseres zu finden, naja, dann mache ich Läufer G7 und habe nichts mehr weniger. Ja, also und halt, ja. Es ist dann immer eine schöne Rechtfertigung, so ein Opfer zu spielen, wenn man sowas noch in der Hinterhand hat. Also solche Motive habe ich tatsächlich schon häufiger gesehen. Und jetzt habt ihr es auch mal gesehen und könnt es vielleicht sogar mal benutzen. Falls ja, schickt uns die Partie. Das ist mit Sicherheit ein Highlight, wenn sowas mal geht. Ja, um noch weiter auf die Motive einzugehen, ja, würde ich noch mal kurz hier trotzdem in der Springer schlägt F6 Variante bleiben. Partiefortsetzung war ja G schlägt F6. Wir hatten schon gesagt, dass Läufer schlägt F6 hier besser gewesen wäre. Möchten euch aber kurz noch so eine mögliche Fortsetzung geben, damit ihr hier auch noch was Strategisches mitnehmen könnt. Oh ja. Also Weiß deckt hier zum Beispiel jetzt mit Dame E2 den Springer auf E5. Es kommt Rochade. Und hier ist eine nette Idee, mit A4 fortzusetzen.
Afia hat zum einen die Idee, hier so ein bisschen am Königsflügel, am Damenflügel vielleicht mal nach vorne zu gehen, mit A5 vielleicht auch, und Schwarz somit auch C5 zu erschweren. Aber vor allen Dingen auch, wenn Schwarz dann doch mit C5 fortsetzt, den Turm über die dritte Reihe an den Königsflügel zu bringen. Also jetzt droht auch schon Läufer schlägt H7, gefolgt von Dame H5, Turm H3. Und ja, dass ihr das mal gesehen habt, was hier in der Stellung ohne Springer schlägt F7 auch möglich ist. Also sehr schöner Multifunktionszug dieses A4, weil A5, vielleicht sogar A6, der Läufer müsste nach C8, Dame E4, das ist super unangenehm. Und ich glaube, also sehr wenige Leute würden hier so, zur Not A5, eher C5, aber dieses Turm A3, die Entwicklung des C1 überspringen, den Turm direkt rüber bekommen. Also, ich finde es wunderschön, diese Idee mit Turm A3. Ich hoffe, ihr könnt zumindest sagen, naja gut, interessant. das wäre schon der schön. Labert. Wir wollen Springer F7 sehen. Aber dann kommen wir jetzt auch zu Springer schlägt F7. König F7, Dame H5 Schach. Damit beginnen wir. Und eine Taktik. Ja. König G7. Bitte bis zum Matt rechnen. Oder König F8, aber das hatten wir tatsächlich schon, das hat Torjäger schon sehr früh gelöst. Ach. Auch wenn das natürlich mit Abstand das Schlechteste ist, was Schwarz hier machen kann, denn tatsächlich, wie Torjäger richtig geschrieben hat, führt das Ganze forciert zum Matt. Wir gehen die Variante einmal durch, ist egal, wo der König hingeht, es kommt immer Läufer H6 und König G8. Und jetzt Dame G4, König F7, wir prüfen alle Schachgebote. Und jetzt macht es euch nicht zu einfach und nehmt auf H8. Ja, das genügt, um die Variante abzubrechen, denn hier steht Weiß sicher auf Gewinn. Noch schöner ist aber tatsächlich Matt zu setzen, und das geht hier auf zwei Wege. Ästhetischer. Wir nehmen das Dammopfer. Ja. Läufer G6, und wir haben ein schönes Matt auf den König in der Mitte. Was sehr schön. Dame weniger, Figur weniger, aber es ist egal. Ach ja, das war mir gar nicht bewusst, dass ihr schon wieder hier so fix wart und das alles schon direkt gelöst habt. Sehr gut. Ja, ja, sehr, sehr, sehr schnell. Da kann man gar nicht so schnell gucken. Ja. Läufer G6 wäre ein Fehler dritter Ordnung. Ein ästhetischer Fehler. Und jetzt wollen wir einmal schauen, wie die Partie fortgesetzt wurde. Neidorf hat hier Turm E1 gespielt. Er hätte auch noch anders spielen können. Wollen wir das noch zeigen? Ich glaube, die Motive kommen... sind sehr ähnlich. Ja. Ne? Deswegen bleiben wir mal bei der Partie. Denn Läufer H6 führt auch nicht unmittelbar zum Matt. Läufer F8, Dame G4, dann geht immer noch König F7. Also so ein schnelles Matt wird es hier nicht. Jetzt kam erst einmal Springer F8. Hat auch die Idee, dann vielleicht mal nach G6 zu gehen, hier auf E6 zu decken, genau. Und bringt noch die Möglichkeit mit Dame D5 rein und vielleicht auch mal Dame schlägt G2, Abtausch der Damen. Tatsächlich wäre die korrekte Fortsetzung trotzdem hier Läufer H6 gewesen, um das Mattmotiv mit Dame G4 aufzubauen, wohl wissend, dass es hier unter Opfer von Schwarz halt zum Abtausch kommt. Und was aber Weiß großen Vorteil verspricht. Ja. Ich vermute halt, dass Neidorf das vielleicht deswegen auch nicht gespielt hat, weil es hier zum Abtausch kommt. Und jetzt sollte man optimalerweise auf G6 nehmen. Ja, ein Mann, achso, ja, das können wir dann machen. Das machen wir gleich noch als Aufgabe für euch. Läufer E4, warum ist der eigentlich nicht so gut? Hier spielt Schwarz, Dame schlägt G2. Und Läufer G2. Und tatsächlich ist auch das wieder so eine Art feine Kombination. Denn wer hier abbricht, aus weißer Sicht, denke ich völlig zu Recht, der sagt, ich wollte eigentlich matt setzen und also das abtauschen will ich auch nicht. Und wenn ich ziehe, dann wird E6 gedeckt. Was soll das? Das mache ich nicht. Aber es geht noch weiter, und auch hier wieder so die schöne Seite des Spiels, Läufer H5. Ja, Läufer D5, warum auch nicht? Macht ja auch irgendwie Sinn, sonst kommt König H1, Turm G1. Jetzt geht es aber immer noch weiter. Turm E3 droht sehr stark, Turm G3. Und nach Läufer D6, die letzte Feinheit, wer das auch noch vorberechnet, der kann sich, glaube ich, für den nächsten World Cup mal anmelden. Hier spielt Weiß nämlich F4,
Schwarz muss eine ganze Figur geben und ja, hier hätten wir die optimale Verteidigung von Schwarz gesehen. Also ihr seht, Läufer H6 wäre ein guter Zug gewesen. Aber man muss immer einen kleinen Schritt noch zurück machen. Ups, wo bin ich hier gelandet? Und einmal noch die menschlichen Züge einmal ganz kurz checken. Was ist mit Läufer E4? Haben sie direkt schon gelöst. Habt ihr schon. Also Läufer E4 scheitert tatsächlich und das muss man fast schon so sagen. An Dame schlägt E4. Die Stellung ist natürlich jetzt nicht direkt gewonnen für Schwarz, aber auf jeden Fall nach F5 und diesen Zug muss man noch sehen. Auf jeden Fall spielbar für Schwarz. Ne? Also wir haben die mit unklar abgeschätzt nach F5. Aber das ist das Beste, was Schwarz hier in so einer Stellung passieren kann. Also das kann Schwarz, ne? Das kann Schwarz auch sehr schnell noch gewinnen. Also da ist alles wieder offen. Okay, er wäre aber nicht Neidorf, wenn er nicht immer die Brechstange zur Hand hätte. Und er hat hier einen Zug gespielt, auf den kommt man so schnell nicht. Möchtest du ja probieren? Es ist ja gar nicht so ein guter Zug. Aber er ist auch gar nicht so schlecht. Nee. Er ist auch gar nicht so schlecht. Er ist nämlich nah dran, genial zu sein. ist es halt nur leider nicht ganz. Ja, ihr dürft auch mal versuchen, nah dran zu sein, genial zu sein. Ja, seid mal nah dran an Genialität. Also, da sind sie ja auch schon gar nicht mehr, ja. Sehr gut. Ja. Neidorf. Also was ist denn die Idee dahinter, liebe Leute? Vielleicht nicht nur einen Zug schreiben. Okay, das, Sie wissen auch, das predigen wir immer. Okay. Die Idee dahinter finde ich tatsächlich sogar ziemlich genial, muss ich sagen. Mhm. Denn er erkennt völlig zu Recht, dass der König hier in einem Mattnetz gefangen ist. Und Läufer H6 ist so ein Zug, ja, den mache ich einfach nochmal. Der kann sowieso nicht wirklich verhindert werden. So, wenn ich den Läufer auf H6 habe, dann sehen wir, es fehlt nicht viel. Es fehlt nämlich eine diagonal laufende Figur auf dieser Diagonale, A2, G8. Und Schwarz droht natürlich immer, sich hier nach D5 zu stellen. Läufer C4 wird mit Läufer D5 pariert. Dame D5, wie in der Läufer H6-Variante, droht auch. Also knüppelt man diesen Verteidiger auf E6 raus und auf einmal entwurzelt man D5. Und diese Idee, ich find's sehr, sehr schön. Es funktioniert nicht ganz. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Idee. Mhm. Läufer C4 ist auch die Fortsetzung. Man droht ein Matt an, ein sehr schnelles Matt, Läufer E6, Läufer H6. Und deswegen kommt Dame D6. Insoweit auch völlig richtig und völlig logisch. Wir bauen das Mattnetz weiter auf. Und beachtet bitte, dass Weiß hier einen Turm und eine Figur weniger hat. Ne? Ja. Also das muss man auch nochmal festhalten. Ja. Und ihr könnt auch gerne mal versuchen zu erkennen, was müsste Schwarz denn hier eigentlich... Ja, versucht mal eine Verteidigung zu finden. Ja. Und nein, Dame D5 ist keine adäquate Verteidigung. Übrigens, auf Turm schlägt E6, dann würde unter anderem der Abtausch gefolgt von Turm schlägt E7 ein baldiges Matt auf G7 drohen, Kombination mit Läufer H6, der C7 hängt, das kann Schwarz nicht halten. Dann hat man ja auch nichts mehr weniger. Genau, man hat nichts mehr weniger, hat nur aktive Figuren. Das ist schon der richtige Weg für Schwarz. Und der Wehmutstropfen ist ja auch, und das muss man ja auch sagen, deswegen ist es auch genial, weil er hat nicht so Unrecht. Das Allerbeste, was Schwarz rausholen kann, ist ja tatsächlich auch ein Remis. Es ist ja immer noch so, man muss sagen, er hat einen Turm und eine Figur geopfert und er wird ja mindestens Remis bekommen. Ja, Chessans, gute Frage, selbst beantwortet. Und vielleicht geht auch... Ach nee, nehme ich zurück. Na, vielleicht geht auch Dame schlägt F4. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber? Obwohl, ja, aber er kann nach H6 rauslaufen. Ne? Ja, Dame F4, Läufer E6, König G7, Dame F7, König H6 und es wird eng mit Schachs. Mhm. Ja. Aber so richtig verteidigen mit Schwarz möchte sich hier keiner, ne? Angreifen macht mehr Spaß, ne? Ich meine, dafür muss man ja auch sehen, was denn noch alles so droht. Ja, was wären denn die nächsten weißen Züge? Ja, Läufer C6, Läufer E8 ist eine Idee. Mhm. Nur da läuft ein bisschen die Zeit davon, weil Weiß kann ja auch seinen Angriff noch verstärken. Er hat ja noch eine Figur, die noch mit reinkommt.
Und das ist auch übrigens Dame E8, Dame H5 in der letzten Partie, Neidorf-Style wirklich alle einladen, ne? Der wirklich ja gut, kontinuierlich vorhin, Figuren, ja gut, der hat eine nach der anderen. Nach ja, ja. Ja, stimmt schon. Aber alle so wieder reingeholt. Läufer E4, Läufer G6, auch das eine Idee. Auch hier natürlich das Problem, dass zum Beispiel Dame G4 Schach unmittelbar vielleicht unangenehm ist. Ich stelle es mal gerne hin. Schachgebote prüfen wir zuerst, das ist ein recht interessant. Ich weiß gar nicht, will was. Man das? Dann hat man immer noch einen Turm weniger, ne? Ja gut, aber Läufer G6, so, Läufer E6. Ja. Okay, stimmt. Und auf König F7 hat man auch damit G7. Ja, und kann zumindest mal hier einen Turm schon mal holen. Andernfalls auch Turm E1 noch interessant. Läufer C6, E8 ist wahrscheinlich das Ganze in langsam nochmal auf Läufer C6. Turm E1, Läufer E8, Dame G4. Läufer G6 wird sofort matt dann auf E6 beziehungsweise verliert die Dame. Also ihr seht auch so mangels Vorschlägen von euch, es ist gar nicht so leicht hier mit Schwarz zu verteidigen. F5 war noch eine Idee, die häufiger genannt wurde. Mhm. Verhindert, obwohl auf Turm E1 kann man vielleicht auch Läufer D5 spielen. Ne? Überlege ich gerade. Mhm. Das war glaube ich auch die Idee, ne? Ja, die Idee war, das Schach erstmal zu verhindern auf G4. Was ist denn, wenn ich auf F5 schlage? Genau, das ist wahrscheinlich die kritische Variante. Jetzt ist es wieder schwierig, den E6 zu decken. Vor allem ist es sehr schwer, Läufer C8 wahrscheinlich das Einzige, um zu decken. Vor allem ist es sehr schwer, hier nach Turm E1 auch die simple Drohung Turm E6 gefolgt von Läufer E6 rauszunehmen. Vermutlich geht das schon nicht mehr. Und Schwarz sollte auch hier verlieren. Wir gucken uns zunächst einmal den Partieverlauf an und in der Retro-Perspektive werden wir dann auch feststellen, was verteidigt hätte und warum und was das Problem in der Partie war. Es kam Läufer F8, ein sehr logischer Zug, denn diese Dame G4, Dame G7 Sachen sind sehr, sehr lästig. Und SK Gammering hat es gerade vorgeschlagen, Läufer F8 vielleicht, ja, das dachte der Gegner von Neidorf auch. Und er hätte auch fast recht gehabt, wäre da nicht ein sehr schönes Motiv, was Neidorf noch mit in petto hatte. Turm E1 ist der erste Zug, der kam auf Läufer H6. Glaube ich, sind wir mit Turm E6 ganz gut beraten und müssen da auch nicht so viel weiterrechnen, weil einfach zu viel droht. Die Abzüge mit Turm E8, gefolgt von Dame F7 matt, sind sehr, sehr stark. Ich kann es auch einmal kurz draufstellen, aber eine Verteidigung gibt es hier nicht mehr. Na, Turm E8, Doppelschach, gefolgt von Dame F7. Auch das Nehmen auf H6, gefolgt von Turm E8, wenn vielleicht Dame D7 kommt. Auch der Damengewinn mit Turm E7. Hier können wir abbrechen. Also müssen wir Läufer C8 berechnen. Und jetzt wird es mit Drohungen von Weiß langsam rar. Aber Neidorf wäre nicht Neidorf, wenn er nicht auch hier wieder ein wundervolles Manöver in der Hinterhand hätte. Das Einzige. Ne? Wenn er alles andere und Schwarz ist völlig kernsaniert. Ja, steht sogar auf Gewinn. Ne? Ich glaube, alle anderen Züge verlieren, war es nicht ja. Es gibt einen einzigen Zug für Weiß, der nicht mal Schach gibt, aber trotzdem unfassbar stark ist. Und das ist, spannen wir euch nicht zu lange auf die Folter, ja, ihr habt es auch schon selber gelöst. Ah, sehr stark. Sehr schön. Aber nehmt euch auch mal bitte einen Moment und schaut euch alle schwarzen Figuren an. Schaut an, er hat ja auch viel mehr als Weiß. Aber was kann er denn überhaupt ziehen? Er ist hier den Drohungen und dem Zugzwang völlig ausgeliefert. Und die wenigen Figuren, die Weiß noch hat, basteln ein perfektes Mattnetz. Vielleicht würde Schwarz sogar besser stehen, wenn er den H8-Turm nicht hätte. Also jetzt hier in dieser konkreten Stellung nicht mehr. Da wird es auch nicht mehr helfen, aber... Aber vorher, weil er dann immer noch das Fluchtfeld H8 hat. Dann hätte er eine Figur mehr gehabt. Statt, ja, genau. Ja, ja. So, ihr Lieben, eine Sache muss man aber bei Dame E8 sehen. Sollte man sehen, sonst hat man ein Problem. Und das ist Läufer D7. Denn... Nehmen wir so viel vorweg, man kann sich in der Variantenberechnung nicht mit Dame schlägt A8 begnügen, denn nach König F7 ist der völlig korrekte Einwand, ich zähle durch, du hast einen Turm bekommen, alles klar, aber ich habe immer noch eine Figur mehr.
Und dann so langsam wird plötzlich mein Turm auf H8 doch noch aktiv. Genau, so langsam atmet Schwarz wieder. Also müsst ihr hier dann nochmal die Genialität Neidorfs walten lassen und einmal durchrechnen. Auch letzte Aufgabe des Tages. Na, nee, wir haben ja noch die Verteidigung. Ja, aber das ist ja keine Aufgabe. Keine Aufgabe, okay. Also beziehungsweise die Aufgabe zu verteidigen haben wir schon wieder aufgegeben, ja. Ja. Hat ja noch keiner gefunden. Ja, das stimmt. Also hier nochmal reinrechnen und gerne auch wieder Schachgebote zuerst. Die Varianten sind aber dann relativ schnell. Turm E6 kommt jetzt hier. Oh. Wie aus der Pistole geschossen von mehreren. Haben wir dann auch eine vollständige Variante. Manchmal auch von der gleichen Person mehrfach. Ja. Fabi, ja, Turm schlägt die 6. Ich glaube, der Chat hing zwischendurch kurz. Das kann also, wir haben vom Henker eine Komplettvariante. Nämlich Turm schlägt E6, Turm schlägt E8, Turm schlägt E8 mit Schach. Und gut, dann fehlt noch ein Zwischenzug, aber die Idee ist, dass Schwarz jetzt ja keine Verteidigung mehr hat, sondern Läufer E6 spielen muss. Und dann fülle ich mal kurz noch die Lücke zwischen Turm F8 matt und der aktuellen Stellung. Weiß kann auf E6 schlagen und dann auf F8 matt setzen. Wollen wir es uns noch anschauen? Ja, obwohl ich das teilweise ist im Chat auch nicht ganz korrekt. Aber Turm schlägt E6 ist der völlig korrekte Anfang und Turm schlägt E8 ist natürlich die kritische Fortsetzung. Alles andere, jegliches Nehmen auf E6 führt direkt zum Matt. Und kann man auch wieder mit der Dame nehmen, dann hat man schon wieder so ein ähnliches. Man hat nur noch zwei Läufer, ne? Und ja. Oh, das ist eigentlich auch sehr schön. Für die Ästhetik, guck ja. Guck mal, Schwarz hat zwei Türme. Das ist schon schön, ja. Also Turm schlägt E8 ist unser absoluter Hauptzug, keine Frage. Läufer E8 kann man auch prüfen, führt aber auch sehr schnell zum Matt. Die Dame kann sich noch opfern, aber dann war es das auch schon wieder. Also das Kritische ist Turm schlägt E8. Und die erste Intention von vielen war es hier, die Dame auf D6 zu nehmen. Und ja, ich denke, das ist auch so das Erste, was man sich denkt. Und nach Läufer E6, Turm E6 haben dann einige von euch abgebrochen und gesagt, jo, das reicht. Denn Turm E6, Läufer E6 ist matt. Diese Annahme ist richtig. Deswegen ist Schwarz ja aber dennoch am Zug. Und zumindest Läufer H6? Ich wäre auch sehr kritisch mit König F7. Der ist vielleicht sogar noch stärker. Naja. Ohne das jetzt irgendwie vorher eine Engine geprüft zu haben. Aber König F7. König G6. Vielleicht kann ich irgendwie Turm weg und dann auf König Achso, ja, du kannst mal einen König auf H6 schlagen. Ja, und dann könnte ich da gut noch einen Remis abgreifen. Ja, aber erstens, Läufer schlägt H6, sieht ja auch stark aus, oder? Ja, dann gibt es vielleicht hier noch den C7 sofort, aber ja, auch das sieht aus, als könnte man das mit viel. Kann man gewinnen mit Weiß, aber muss man sich noch anstrengen. Ja. König F7 vielleicht in der Folge besser, so ein ja. Klein bisschen genauer, wenn es denn tatsächlich das Beste ist, den Turm zu ziehen, hier zu nehmen, da zu nehmen, weil jetzt kann man sich noch vorstellen, dass man diesen Bauern vielleicht hält. Turm C8, C5, aber es ist auch natürlich eine Ruine. Aber es geht schon noch viel besser. Dafür. Fabi, was denn? Wenn er sollte die Partie mit 2-0 gewinnen bei so einem Matt. Turm ja, okay, Fabi, ich gebe dir recht, mit 3 Bauern mehr sollte man das schon auch ziemlich easy gewinnen. Aber man muss noch ein paar Minuten spielen und hier nicht mehr. Ja, und König F7, wie Nico gesagt hat, ist ja tatsächlich. Es gibt auch ein Spiel, das ist nicht völlig einfach, wenn die 3 mehr Bauern bei ungleichfarbigen Läufern nämlich schlecht verteilt sind, nicht zusammenhängen. Na gut, mit Türmen ist es noch was anderes. Mit Türmen gewinnt man das meistens. Okay. Aber man gewinnt es so noch viel schöner. Und wie ist so? Naja, so ist, wie der Henker es gesagt hat. Turm schlägt E8, Läufer E6 und wir nehmen auf E6. Dame E6 und Turm schlägt F8. Matt, eine wundervolle Endkombination. Nicht andersrum, sonst kommt am Ende noch Dame F7. Ja, ja, andersrum nicht gut. Verliert man sogar noch. Ja. Ja.
Das alles wissend, dass Dame E8 hier dieser brachiale Zug ist, der Schwarz völlig zerstört, können wir, glaube ich, auch darauf kommen, was hier die Verteidigung gewesen wäre. Und das ist ein recht begnügsamer Zug, nämlich Turm D8 an dieser Stelle mit der Idee, recht simpel Dame E8 dann zu verhindern. Ja, vor allen Dingen auch Läufer D5 zu spielen. Und Läufer D5 ja. Mit Figurenopfer hier, genau. Mit Figurenopfer? Ja, also man bietet es an. Aber also, weil ja, sollte es natürlich Turm nicht und Figur mehr hat. Kann man das mal machen. Und weitergegangen wäre es vermutlich so, Läufer D5 forciert es sehr, sehr schnell und jetzt hätte auch Neidorf dann wahrscheinlich gesagt, okay, es hätte genial werden können, unsterblich, wunderschön, das hätten die Lubbes irgendwann mal gezeigt. Ja, und viele aber andere. Hier leider. Aber hier hätte es dann nur für ein Remis gereicht. Genau, das Dauerschach gegeben und ja. Aber dieses trotzdem Motiv, Dame E8, das ist eine Stellung, Bild für die Götter. Dann auch noch die Dame zu opfern, Turm E6, Turm E8 mit forciertem Matt. Wir hoffen, es hat euch ähnlich gut gefallen, dieser brachiale Angriffsstil von Neidorf. Und er hat noch einige mehr Partien zu bieten, deswegen einfach nehmt das vielleicht als Anreiz, ja, euch einfach nochmal umzuschauen, was er noch so gespielt hat. Es sind viele schöne Partien dabei. Kurz noch zu der Frage von Chess Hans. Dame G4 direkt, da kommt wieder König F7, gehe ich von aus. An welcher Stelle? Ich vermute statt... Hier. Nee, nach Turm D8 bestimmt. Hier. Nein, oder? Wir waren doch gerade in der Turm D8-Variante. Hier. Ja, kann man auch machen. Dame G4, aber mehr als Dauerschach bringt es nicht, weil König F7 läuft raus. Und Dame G7, man König kann zwar E8 den Turm nehmen, aber hat dann ja immer noch eine Figur weniger und der König steht auch auf dieser Seite da etwas sicherer. Ja. Und manche Spieler spornt das natürlich, denkt da nicht an uns, aber ich glaube, ihr kennt das auch, wenn man die Möglichkeit hat, besonders ästhetisch, das ist schon verlockend, so eine ästhetische Partie zu kreieren. Und da sagt man manchmal auch, okay, es ist objektiv wahrscheinlich nicht das Beste, aber heute mache ich es mal. Nein, das habt ihr nicht von uns gehört. Nein, aber das macht ihr nicht. Nein, macht ihr nicht. Ja, so bitte. Kommen wir nochmal zum schachlichen Fazit. Was kann man sich heute mitnehmen? Ja, wir haben heute verschiedenste Angriffsopfer gesehen und wollen da einfach nochmal so ein paar Indizien zusammentragen, wann es möglich ist. Weil nicht immer kann man alles bis ganz zum Ende rechnen. Manchmal muss man sich da auch ein bisschen auf die Intuition verlassen. Also ein großes Indiz ist natürlich, wenn der gegnerische König geschwächt wird, ist das schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass es funktionieren könnte. Dass alle eigenen Figuren mitspielen und vor allen Dingen auch miteinander harmonieren, also zusammenspielen quasi. Und im Gegensatz dazu, die gegnerischen Figuren nicht gut koordiniert sind. Das hatten wir jetzt hier im letzten Beispiel auch mit dem Turm auf H8. Der hat eben ja nichts zum Wohle des schwarzen Königs beigetragen. Also am besten, als der König noch da stand, genau. Ja. Und auch der Turm auf A8 und der Läufer auf C8, ja, war alles sehr unkoordiniert. Und der andere Läufer auf F8 und der andere auf H8, alles schön in ihrer Grundstellung. Genau, und wir haben verschiedene wichtige Motive kennengelernt. Ich glaube, eins, was uns auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, ist das Läufer G1-Motiv aus der ersten Partie. Ja, Läufer G1, ein sehr, sehr schöner Zug. Ja, aber auch jetzt hier in der zweiten Partie gab es ja einige Motive dabei. Springer schlägt F7 direkt mal zu Beginn. Ja. Genau, also merkt euch das gut, damit ihr schön selbst solche Partien produziert. Und brillante werden wir Angriffsspieler bestimmt werdet. Bald wieder eine Jubiläumsshow, wo wir vielleicht auch wieder eure Partien zeigen. Ja, die Schachlegenden hier von Chess4D4, ja, was ihr so produziert habt. Genau. Nächste Woche werden wir uns einem Zuschauerwunsch widmen. Auch das machen wir. Insbesondere, wenn wir so nette Mails bekommen. An der Stelle nochmal danke dafür. Auch wenn wir leider noch nicht geantwortet haben. Das machen wir jetzt hiermit. Ein Spieler, der in den letzten Jahren mit seiner in der Eröffnungsidee erstens B3 von der Weltelite nachgemacht wurde. Wesley So. Viele haben schon gespielt im Blitzen. Eigentlich alle von den Leuten ganz oben, die gesagt haben, Theorie, oh, ich mache mal erstens B3, ich selber habe es auch schon gemacht. Und was er noch so gemacht hat, das sehen wir nächste Woche. Und damit verabschieden wir uns für heute. Genau, vielen Dank fürs Mitmachen mal wieder und eine schöne Woche euch noch. Bis bald. Ciao.